Wir arbeiten für Intro. Wir machen so coole Berichte für Intro. Wer liest eigentlich Intro? Hat jemand schon mal im Büchchen gesagt, eine Intro bitte für 8,50 €? Ich glaube, das ist ein Soundtrack zu einem Rausch. Nüchtern ist sowas extrem schwer zu ertragen. Es ist so Arschfick-Musik, das geht auch. Also ich sehe dabei auch immer zwei Typen, die sich in den Arsch ficken. Oh! Wenn dieser hohe Ton kommt, leckt er dem noch so ein bisschen an den Eiern rum. Das ist Wichsmusik. Das ist Musik, die man beim Wichsen hört. Auch eine Form von Rausch. Wesentlich günstiger und auch schnell vorbei. Aber ist gut. Also 8 Punkte. Es groovt wenigstens. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, dass es groovt. Weg. Sofort weg. Null. Noch nicht mal befingernswert. Ganz schlimm. Ganz übel, das ist ja schrecklich. Boah. Diese Art zu singen, das ist so, da fällt mir echt der Pimmel ab. Das ist das Allerschlimmste. Wenn er Deutsch singt, kriegt er 10 Punkte. Meiner, hat er meiner gesagt. Das ist ja geil. Hey, das ist cool. Ah, das ist gut. Das gefällt mir, ist gut. Bologna ist meine Stadt, ist ja wohl geil. Das ist das, was mich zum Beispiel, so wünschte ich mir die Sportsfreunde Stiller. Also das ist das, was denen fehlt. Patina, der Typ hat allein, wenn er so hoch geht, kratzt die Stimme super geil. Und dann ist es auch noch witzig, dann ist es auch noch eigen. Also dass die Österreichischen noch so drin gelassen haben, finde ich geil. Aber ganz ehrlich, also auch jetzt noch mal eine Frage an eure ehrenwerten Leser, die vielen Leser, die sich jeden Monat sehnsüchtig danach verzehren, die neue Intro zu kaufen. Ich meine, sowas hört man doch, glaube ich, wirklich nicht. Also wirklich, gibt das was wieder, was man erlebt hat, oder ist das ein Feeling, das man kennt? Ich glaube, das ist ein Feeling, das man sich anheften will, so. Vielleicht auch da wieder, es gibt ja auch bei älteren Leuten Imageprobleme. Also das Prenzlauer Berg gibt es ja die Frauen, die so gerne jung und zerbrechlich wären, aber es gibt auch die Typen, die gerne jung geblieben und verwegen wären. Und das ist, glaube ich, deren Musik. Gut, gefällt mir. 10 Punkte. Ich will dem Genre nicht zu nahe treten. Frechen Sprechgesang. Ey, ich sag mal, wenn es wirklich frech wäre, dann wäre.